Hey, ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt? Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintüten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja, okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles... Wirklich? Ja. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Der Job war nicht das Richtige. Die Zugsache hat's bestätigt. Ach komm, als ob. Du musst mir nicht glauben. Na los, drehen wir endlich. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Na. Du siehst in jedem Licht gut aus. Keine Sorge. Willst du dich einschleimen? Ja. Funktioniert's? Vielleicht. Auch gut. Mark, warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Es ist goldene Stunde. Wir finden ein gutes Plätzchen. Ich weiß nicht, warum ihr Kameranerds das so nennt. Es sind höchstens 15 Minuten. Ja und nein, wenn du den richtigen Reflektor... 15 Minuten. Höchstens. Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Finde einen guten Standort zum Drehen. Auf dem Balkon sehe es gut aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Ja, lass mich doch mal erst ein bisschen. Hier ist die neue Wohnung. Reicht fürs Erste. Gefällt sie dir? Ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Befristeter Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Das ist... kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Ich sag's ja nur. Da sind wir rein. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder? Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Ja. Da sollen wir rein? Also du hast wohl recht. Ne? Da morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Ich mach das ehrlich gesagt nur sehr ungern. Oh, hier oben blinkt's auch. Habe ich das Badezimmer gefunden? Nee. Oh. Hier hinten ist was. Ja. Kann ich irgendwie reinzoomen oder so? Nee. Jetzt steht sie hier. Also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich so war, dass wir unten rein müssen. Aber hier oben scheint noch ein Geheimnis oder so zu sein. Nee, am Wasser bricht er zusammen. Am Wasser erschreckt er sich. Am Wasser fällt jemand rein. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was das bedeuten soll. Falls uns Dumet hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Wir? Also sollten wir vorsichtig sein. Vermutlich. Wir sind nicht ganz allein hier. Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Scheiße. Fick das hat mich zu Tode erschreckt.
Oh. Was he the devil? Okay. War er der Teufel, die Wahrheit hinter Amerikas ersten Serienmörder? Und ein Geheimnis. Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörder-Spurensuche fasziniert. Und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seiner eigenen Recherchen und Veröffentlichungen und trennt Fakten und Fiktionen, um Beweise für die Wahrheit hinter dem historischen Fall von Amerikas ersten Serienmörder zu liefern. War er der Teufel? Pflichtlektüre für Morello-Fans, Real Killers Magazine, wie eine Analyse der eigenen schlimmsten Albträume. Review Monthly. Okay. Mach bitte nur nichts mit Verstecken, weil das, da kacke ich sowieso ab hier. Hallo? Darf ich da jetzt was machen? Jetzt. Eine Kerbe. Das weckt Erinnerungen. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Mhm. Okay. Ja, was auch immer. Da geht's noch weiter. Oh Gott. Ich habe hier kein Licht. Mark kann sein, was? Einbeinstativ ausziehen, um höher gelegene Gegenstände zu erreichen. Okay. Da kommt er so nicht ran. Ja, das war mir schon klar. Jetzt kommt's rein. Erstmal überlegen, wo X war. Ein Geheimnis. Geburten, Tode, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni in White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Monday nehmen die stolzen Großeltern George und Irene Monday aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Waylon bekannt, der am 11. Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Okay, also das Letzte scheint das zu sein, worauf er es abgesehen hat. Warum hat er aber die anderen dann auch ausgeschnitten? Das ist immer clever, die Sachen dann nicht mehr zurückzulegen. Na gut. Balkon. Oh, da geht's noch weiter, ne? Lass uns erstmal hier durchgehen. Ich hoffe, wir können dann trotzdem noch weiter gucken. Sieh dir die Tapete an. Ja, die ist total kaputt, ich sehe es. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Okay, ah, stopp, stopp, stopp. Dumet will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht einfach. Manny Sherman, geboren am 1. Januar 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das? Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder Special Agent Monday? Was sind meine Lieblingsfernsehsendungen? Erstes Haustier beschreiben? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah, vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Henry Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Amerikas Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Monday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre dumm, weil ich Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet? Ich habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Angeblich 13 Leute. Also es hört sich danach an, als ob er doch alles mehr. Fäulnis. Das ist es.
Was? Da, der Schlüssel. Wir brauchen bloß einen Weg durch. Na, über den Balkon vielleicht, keine Ahnung. Ja, und Serienmörder, muss ich jetzt dazu sagen, die sind natürlich nicht dumm. Im Gegenteil, die meisten sind sogar sehr clever, weil... Es muss einen Ausweg geben. Na. Weil, wie er schon gesagt hatte, er hat viele Leute ermordet, bevor er überhaupt gefasst worden ist. Ist ein altes Haus. Ah, hier geht's hoch. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Guck auch gerne mal nach oben, weil wir da ja auch schon was gefunden haben. Das Problem ist, dass es jetzt wirklich so tierisch dunkel hier ist. Okay. Das macht ja gar keine Geräusche. Überhaupt nicht. Ah, da ist alles eingerissen. So, so. Okay. Mal gucken, wo wir da auskommen. Wie war das mit A, ne? Keep your head down. Was? Put your head down? Oder was? Ich kann hier auf den ersten Blick aber nicht. Ich hoffe, ich komme ja wieder hoch. Wenn ich da jetzt runter. Oder ist hier ein Leiter? Ah, hier ist ein Leiter. Ah, okay. Oh oh. Das war wohl nicht gut, dass wir das alles hier erkunden. Aber dadurch finden wir natürlich Geheimnisse. Da kann ich jetzt nicht rausschauen. Ach, das Ding kann man bewegen, oder? Nee? Frage ist, wie komme ich da jetzt hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Oder kann ich da hochklettern? Nee, ne? Kann ich da eine Seite hoch? Da komme ich gar nicht mal rein. Moment, was war da gerade? Na, zeig's mir nochmal. Komm, zeig's mir nochmal. Doch schieben. Ah, okay. Ich verstehe. Wobei ich nicht weiß, dann kommt man ja hinten gar nicht mehr dahin, ne? Okay. Was anderes sehe ich jetzt hier aber auf Anhieb auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen denke ich, wir müssen erstmal darüber kommen. Ja, lauf, komm. Die Bewegung durfte ein bisschen flüssiger sein, aber ist alles gut. Ach, da ist eine Leiter. Okay, wir schauen nochmal kurz hier in der Ecke, ob da noch irgendwas ist. Da ist anscheinend nichts. Frage ist, können wir darüber springen? Nee, das ist ihm zu weit, ja. Moment, schieben? Die kann man... Aber die kann ich... Kann ich die schieben und dann fällt die runter? This should work. Mark? Ah. Alles gut da drin? Bin gleich wieder da. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ich habe schon verstanden. Wobei ich diese Schieberegale ehrlich gesagt sehr ungerne habe. Weil mich das immer an Resident Evil 3 war, glaube ich, erinnert. Da mussten wir die Dinger nämlich, also zwar nicht bewegen, doch bewegen mussten wir sie auch für ein Rätsel. Na komm, schiebst du das da? Ah ja, okay. Man kann es ziemlich steil verschieben, das ist gut. Aber ich möchte das nicht, ich möchte es da haben. Okay. So, perfekt. Dann können wir jetzt da hoch.
Und kommen auf die andere Seite. Ob das jetzt so toll ist oder so clever ist von uns, das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Aber naja. Schauen wir mal eben. Hier ist nichts mehr. Eine Klopapierrolle? Nee, ich dachte eine leere Klopapierrolle. Ah, okay. Da haben wir auch nichts, was wir... Nee. Ein Blitzlicht, glaube ich, ne? Also die Kamera kann man ausrüsten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt mit der Kamera ein Bild machen sollen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das andere bin ich die ganze Zeit überlegen. Ich glaube, das ist ein Blitzlicht. So, Hallöchen. Nein, die ist zu. Es war wieder klar. Dann mal gucken. Kommen wir da hoch? Ja, ich denke, ne? Wir werden natürlich überall beobachtet. Ah, ja, den Schlüssel, den holen wir uns gleich. Haben wir hier noch was? Können wir das lesen? Hallo? Oder können wir das erst lesen, wenn wir hier aufgeschlossen haben? Kann natürlich auch sein. Balkon. Okay. Gut. Stimmt. Ursprünglich wollten wir zum Balkon. Wir können es jetzt aber immer noch nicht lesen, ne? Kommen wir denn hier wenigstens wieder raus? Okay, immerhin. Haben wir eine kleine Abkürzung. Ach so, das ist die Tür. Und wieso steht die jetzt hier vor einer offenen Tür? Ja, toll. Balkon. Ja. Erinnert mich ja schon ein bisschen an Resident Evil, ne? Wenn man hier überall die Schlösser suchen muss. Die Schlüssel. Oh. Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Meine Höhenangst sagt was anderes. Ernsthaft? Dachte, wir hätten es eilig. Keine Sorge, du siehst... Naja, gut, okay. Wovor hast du Angst, Miss? Stets bereit für die Kamera. Du siehst toll aus, wie immer. Na, sehr romantisch, weiß ich nicht. Der hat das so ein bisschen, wovor hast du Angst? So ein bisschen komisch gesagt. So, von da sind wir, glaube ich, jetzt gekommen, oder? Weil die sind jetzt so... Ja. Doch, ich glaube schon. Was ist das? Oh. Ich weiß, was das ist. Besitztümer der Opfer von H.H. Holmes, Chicago, 1896. Mhm. Das hat er also hier oben gebunkert. Kate, sieh mal hier. Das ist sein Hut. Hut? H.H. Holmes. H.H., okay. Ich weiß nicht, ob wir den hochheben sollen. Fuck! Alles okay? Nein! Ich... Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Hey, sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus, gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark, nicht meins. Wir sind es leid, euch streiten zu sehen. Ja, machen wir das. Ich weiß, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, habe ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil du... Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Wir sind Regisseure... Ja. So sind Regisseure nun mal. Das ist ihr Job. Sie haben eine Vision. Dafür braucht man ein großes Ego.
Also bin ich einfach still und halte die Kamera. Deshalb muss er noch lange kein Arschloch sein. Man, aber versetz dich mal in seine Lage. Über 40 und noch immer kein großer Durchbruch? Kate, diese Show ist der größte Erfolg, den er je hatte. Stimmt wohl. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Wieso jetzt negativ? Ich dachte, wir gehen gemeinsam. Ich dachte, wir gehen gemeinsam, als ein Team. Mark, du willst das hier nicht. Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Erwarte nicht... Ich weiß. Ich hasse diesen Dokumentationsscheiß. Charlie hat weder Ahnung von Bildkomposition noch von richtigem Storytelling. Dann zieh weiter. Hast recht. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Kate? Mark? Essenszeit. Seid ihr nicht hungrig? Ja, wir kommen. Toll. Hat er uns gehört? Offensichtlich. Ups.